Geburtstag. Nicht das erste Mal hier in diesem Haus, wie ich weiß. Stimmt. Ich bin schon sehr oft hier gewesen. Gut, die Christina ist eine dieser vielen Menschen, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen, obwohl sie für den Erfolg von manchen Menschen ganz Entscheidendes beitragen. Sie schreibt Liedertexte. Es ist immer so, jetzt nehme ich nur eine Künstlerin heraus, angenommen die Andrea Wirt oder so. Julia Einging. Genau, genau. Und da ist ganz wichtig, dass der Text passt, dass die Melodie passt. Und wenn man dann zum Beispiel hört, Fischer zum Beispiel, wenn die ein neues Lied herausbringt, ein ganz ein tolles Lied hat sie herausgebracht. Es mag schon sein, sie ist die Interpretin, sie bringt es, aber dass dahinter ein Stab an Leuten ist, die einfach diesen Erfolg mittragen oder überhaupt erst ermöglichen, das vergiss ich. Was hat dich zum Texten gebracht? Eigentlich hat mich ein Komponist zum Liedertexten gebracht. Weil ursprünglich habe ich Gedichte geschrieben. Gedichte und dann für Geburtstage und so Sketches. Mhm. Und dann habe ich eine Homepage bekommen. Und über diese Homepage ist dann eben ein Komponist und der hat mich angeschrieben und eben gesagt, wenn du solche Gedichte schreibst, kannst du auch Schlagertexte machen. Ja, und da hat es sich einfach immer weitergegangen. Das habe ich selber damit gar nicht gerechnet, dass sich das so entwickeln wird. Mhm. Aber ich freue mich schon, dass ich einigermaßen tolle Texte geschrieben habe, die auch in Wettbewerben vier Titel von mir waren auch im Finale. Da bin ich besonders stolz. Das kann man auch stolz sein. Ja. Wo nimmt man diese Gedanken her, die man aus dem Leben. Es sind alles, was ich schreibe, ob Gedicht oder ein Text, es ist alles aus dem Leben. Ich war selber ja auch einmal jung. Ich habe Kinder, die verheiratet sind. Das ist alles aus dem Leben genommen. Mhm. Gedanken und Gefühle hat man auch, wenn man alt ist. Richtig, ja. Genau. Und wenn die Erinnerung ist, aber sie sind da. Mhm. Schreibst du jetzt außer Liedertexte, tust du auch noch andere Dinge? Ich hab auch einige Titel komponiert selber. Aber das ist für mich ist das sehr teuer, weil ich kann kein Instrument spielen. Ich kann nicht singen durch eine Krankheit. Jetzt muss ich ins Studio gehen. Und da die Urheberrechte bei mir sind, muss ich dem Studio was zahlen. Ganz weil klar. Der macht das ja auch nicht gratis. Geht einfach nicht so was. Finde ja auch völlig korrekt. Mhm. Ja, aber es hat mich einfach gereizt, ein komplettes Lied aus meiner Hand. Musik und Text. Und ist das schon am Markt oder? Einige, ja. Sind schon einige. Ja, und das heuer werden noch 24 Titel rauskommen. Mhm. Und da sind ein paar sehr bekannte auch dabei. Mhm. Was sind so deine Künstler, für die du schreibst, oder wir haben mich schon angesprochen? Die Andrea Wirt, die war ja auch unter anderem beim Musikantenstadl. Peter O. Dornbacher. Julia Engels. Ja, im Moment, dann in Deutschland gibt es auch ein paar. Die Neisfeld, Duo Neisfeld, die sind auch ein ganz tolles Paar. Die haben jetzt in Darmstadt ein Lied in der Hitparade von 0 auf 1. Das ist echt toll. Ja, sicher. Also, das bin ich besonders stolz. Mhm. Und geschrieben habe ich diesen Titel eigentlich für meinen Mann. Für oder wegen, egal. Mein Mann ist eigentlich immer der leitende Punkt. Wir verstehen uns immer noch sehr gut, nach dem heuer 44 Jahre verheiratet. Schön, dass das gibt in der heutigen Zeit noch. Gibt schon noch. Gibt schon es ist noch einfach so, dass man den anderen akzeptieren muss, wie er ist. Und nicht nur akzeptieren, auch respektieren. Mhm. Ja,
jeder hat Fehler. Mit diesen Fehlern muss man leben. Das ist gar keine Frage. Ja. Und solange man das kann, solange wird das auch in der Beziehung passen. Ja, die gegenseitige Toleranz und das gegenseitige Verständnis. So ist es. Ja. Du hast auch ein Projekt begonnen jetzt. Ja, ich freue mich besonders, dass das gelungen ist. Ich habe schon eine wunderbare Einladung bekommen. Es passiert bei uns im kulturellen Bereich sehr, sehr wenig. Und das hat mich da inspiriert. Viele haben gesagt, warum machst du keine Lesungen? Es fällt eher an was bei uns. Ne? Ja, ich habe gedacht, ja, eigentlich stimmt es. Aber ich will keine Lesung, die Lesung beenden und dann wiedersehen. Ich will, dass man dahinter auch sprechen kann. Das heißt, die Lesung wird nicht beendet und alle gehen fort. Man geht dann zusammensitzen, man kann darüber reden, was man eigentlich mit den Gedichten, die so vorgetragen wurden, aussagen wollte und will. Und ich glaube, dass das schon ein Punkt ist, wo man die Leute wieder ein bisschen näher bringt, zum Reden bringt. Wenn die Arme gefallen hat, kommen sie wieder. Propaganda ist sowieso die Beste. Und Kunst, Kultur sind ja an und für sich sowieso Dinge, die Menschen verbinden oder verbindend sein sollte. Wir haben auch vor, Heimatabende zu machen in unserer Gilde. Ist auch ein Musiker. Ich hoffe, dass wir noch mehr dazu bekommen. Im Moment sind wir 9, die uns bei der Gründung zusammengefunden haben. Wir haben uns schon vorher alle kennt. Durch einen Bund steirischer Heimatdichter, durch Lesungen bei uns, man trifft sich einfach immer wieder. Und haben uns zusammengeschlossen und wollen eben aus Spaß an dem Ganzen. Wir machen das nicht kommerziell. Was machst du lieber? Liedertexte schreiben? Oder Gedichte, Geschichten? Wird mir einfallen. Also ich kann gar nicht sagen, ich mache das lieber, weil einmal fällt mir das ein, dann fällt mir das ein. Ich habe auch heute einen Wiener Komponisten, der mich angeschrieben hat, der mit mir zusammenarbeitet. Wir haben auch das Lied von den Neisfield, Einfach nur Liebe, hat er mitgeschrieben, er hat komponiert. Es ist wirklich sehr erfolgreich unterwegs. Wir haben auch vor, noch mehrere zu machen. Aber ich bin so, ich freue mich so, dass er mit mir, von sich aus, mit mir zusammenarbeiten will. Weil das zeigt, dass meine Werke doch in Ordnung sind. Also es in Ordnung ist, weil er sagt, du schreibst aus dem Gefühl und nicht kommerzielle Sachen. Ich bin nicht als Kommerzielle auch, also ich schreibe einfach, was ich fühle. Ja, und das ist, glaube ich, das hört man auch bei den Liedern raus. Bei dir kann man, auf deiner Homepage kann man diese Lieder auch Probe hören, ist das richtig? Ja, man kann, ich hab von jedem Titel, der neu rauskommt, kann man Hörprobe auf die Homepage schon. Immer bei neue kommen, müssen die alten halt weichen. Ist natürlich klar, ja. Aber ich habe jetzt schon wirklich sehr viele, ich habe das gar nicht gedacht, dass sich das so entwickelt wird. Man kann gar nicht aufhören. Weil es greift an sich in der andere. Und vor allem ist es diese Mundpropaganda, was ja ganz, ganz extrem viel wert ist. Und genau so ist es. Verbreitet sich das. Und das eine, ja, dann wird es angeschrieben. Und heuer habe ich das erste Mal gemacht, dass ich ein Musikstück gekriegt habe und da reingetextet habe. Das ist eigentlich wesentlich schwerer, als wenn du einen Text schreibst und der Komponist komponiert auf diesen Text hin, weil er mit seiner Musik schon auf der eingehen kann. Ne? Ja, er ist flexibler dadurch. Er ist flexibler. Aber es ist wunderschön geworden. Und das kommt heuer noch auf eine CD und ich freue mich schon sehr. Für dich ist das Wort, aber auch die Musik wichtig. Ja, wie gesagt, ich habe mit den Gedichten angefangen. In der Schule war das schon so, dass ich für die anderen Liebe Gedichte geschrieben habe, die was dann weitergegeben worden sind. Die, was ich nicht so ausdrücken haben können, der hat wieder gemacht. Dann ist es geblieben, für bekannte Ecke kann man was schreiben. Ne? Ja. Und dann ist halt das gekommen, dass ich über das Internet in die Chat, da habe ich ein paar Bekannte gehabt, die haben mich da einfach eingeführt. Und dann habe ich eben für die Foren in den Chats geschrieben.
Und die hat ein wie sagt man, eine der Homepage gestaltet. Der hat mir eine Homepage gemacht. Zu meiner Geburt, da hatte sie öffentlich nicht gewusst. Mit einer Freundin angerufen und hat gesagt, du hast gar nicht gesagt, dass du eine Homepage hast. Und ja, weil das Motorrad die Gedichte so gut gefallen haben und er meint, es ist schon, wenn die Lieder dann fahren, irgendwo untergehen. Ja. Ja, also das, wie gesagt, das hat sich einfach so toll entwickelt. Ich habe das, ich glaube, das kann man gar nicht wirklich planen. Es ergibt sich einfach. Es ist, ich habe das selbst gemerkt, es ist mit Kunst und Kultur zu tun haben, ist etwas ganz Tolles. Aus einem ganz anderen Berufsbereich gekommen bin und jetzt die letzten eineinhalb Jahre sehr viel mit Künstlern aus verschiedensten Bereichen zu tun, ob der Musik, Schriftstellern, in jedem Bereich und muss sagen, es ist ein Gewinn. Also man lernt wirklich auch fürs Leben sehr viel und es ist mit diesen Menschen zusammen zu sein und zu plaudern, es braucht nichts. Ich glaube aber, man braucht es. Der Mensch ist ja eigentlich, entschuldige, wenn ich den Ausdruck verwende, der Mensch ist ein Rudeltier. Natürlich. Und der fühlt sich unter normalen Umständen nur im Rudel wohl. Warum geht man auch fort, damit man andere Menschen trifft? Damit man reden kann, oder? Genau, so ist es. Ja, und jetzt bin ich so weit, dass ich schon gebeten werde an Texte und Demos. Und das ist eben für mich einfach ein tolles Gefühl, zu wissen, dass das geschätzt wird, dass das angenommen wird oder gefragt wird. Man sieht ja auch, also speziell für Leute, die du schreibst, da gibt es auch oder der Dornbacher, die ich ja persönlich auch kenne und die auch schon teilweise interviewt haben. Also das sind ja Menschen, die wirklich voll zu ihrer Musik stehen, voll zu ihrer Kunst stehen. Michael Morgen und so weiter, das sind wirklich Künstler, die wirklich für die ist das Leben. Das ich bin ja auch am Wochenende wieder in Bad Füssing. Da gibt es eine CD-Präsentation von Stefan Luca. Da habe ich einen Text geschrieben über ein Kind, was den Tod ihrer Mama mit einem Teddybär überwindet. Es ist 4 Jahre das Lied. Vor 4 Jahren habe ich es geschrieben. Aber ich habe nicht den richtigen Interpreten gefunden. Da war das wirklich. Und der Stefan Luca, der hat das einfach traumhaft gemacht. Und diese CD wird dann am Samstag in Bad Füssing präsentiert, wo ich dann auch eingeladen bin. Sehr viele Schweizer Künstler habe ich. Ja, und wie gesagt, da hat das eigentlich angefangen. In der Schweiz hat es eigentlich angefangen. Und heuer kann ich in der Schweiz den Dreh mitnehmen. Ich habe ihre neue CD wieder 4 Titel von mir. Die Brigitte Z hat 8 Titel von mir. Ja, das ist ja auch nicht nur die Schweiz. Ja, das ist mir beim Durchschauen der Homepage aufgefallen, wollte ich eh ansprechen, das habe ich noch vergessen gehabt. Ja. Dass ich mir aufgefallen ist, dass da relativ die Schweiz viele ist sehr, sind. Also die Schweiz ist ein tolles Musikland und die Schweizer sind sehr offen für Musik. Man kann mit denen wirklich gut zusammenarbeiten. Was in Österreich wesentlich schwieriger ist. Ja. Es ist ja meistens so, die im Ausland holen unsere Leute, haben unsere Leute gegangen sind im Ausland. Überschaut natürlich. Ja, wie hat das? Der Prophet im eigenen Land erzählt nicht. Überschaut, weil wir haben wirklich ausgezeichnete Künstler und ich habe vorher mit dem Herrn Arada von Karin immer gesprochen, wir haben auch im Bezirk in Florida enorm viele Künstler. Und ich sage auch danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, mich dort zu präsentieren. Gerne, ja. Gut. Danke vielmals. Danke auch und noch einen guten Aufenthalt. Ja, danke vielmals, dann habe ich